ist so schön hell und meine Uhr tickt nicht so schnell. Trotz gestern Abend bin ich wach und ziemlich klar, mag selbst den Typen Spiegel da. An guten Tagen steh ich einfach nie im Stau und meine Zweifel machen blau. Der Wind ist warm und hat sich endlich mal gedreht und vielleicht läufst du mir über den Weg. An guten Tagen gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links und rechts, vielleicht davon doch nicht zurück. An guten Tagen ist unser Lachen weg und alle Fragen weg, auch wenn's nur jetzt und nicht für immer ist. Und weil ich weiß, dass meine Sonne ihre Pause braucht und sich dann irgendwo versteckt, mach ich ein Foto, denn das Licht ist grad so schön, damit ich auch an schwarzen Tagen die Hell nicht vergesse. An guten Tagen ist unser Lachen weg und alle Fragen weg, auch wenn's nur jetzt. Oh, was wenn's nur jetzt? Auch wenn's nur jetzt und nicht für. Wie heißt du, wie alt bist du? Ich bin Max, bin 12 Jahre alt und komme aus Bad Schussenried, das ist in der Nähe von Ulm. Grüß dich, Max. Schön, dass du hier bist. Es war ein toller Auftritt, die Leute sind sofort aufgestanden. Das ist hier ein ganz, ganz hohes Niveau bei Voice Kids. Und es hat so ein bisschen einen ganz kleinen Mühfunke für mich gefehlt, dass ich einfach ja, diesen Buzzer drücke, um mich umzudrehen. Aber ich möchte dir was Kleines schenken, ja? Hast du einen Glücksbringer? Okay. Nee, also... Gut, ich habe immer was bei mir. Ich muss mal ganz kurz... Oh, das ist aber süß von dir. Oh. Ich habe immer eine Kette bei mir. Da sind so kleine Boxhandschuhe dran, ja? Boxhandschuhe? Boxhandschuhe. Und egal, was passiert, ja, boxe ich durch alle Lagen, die kommen, auch durch so eine Performance wie hier oder durch auch mal eine kleine Performance, die vielleicht nicht ganz gereicht hat. Und dann gibt es dir hoffentlich ganz, ganz viel Kraft und Glück auf allen Dingen, die in deinem Leben so passieren. Das und, ist sehr süß von dir, Vincent. Dankeschön. Wow. Vielen Dank, dass du hier warst und danke für diese schöne Performance. Wirklich, das ist ein cooler Typ. Danke. Vincent, er ist Kickbox-deutscher Meister. Du bist, machst wirklich? Kickboxen? Ja. Ja, dann passt das ja noch besser wie die Faust aufs Auge. Ja. Machst du auch Wettbewerbe im Kickboxing schon? Guck mal, dann betrachte es doch bitte sportlich. Manchmal gibt es ein Wochenende, da läuft es nicht. Und manchmal gibt es alles, das da geht das. Krass. Aber hör nicht auf, das Ding zu machen, weil du hast echt Energie und Power. Das hat man gehört. Das haben wir alle gehört. Okay. Ey, was für ein geiler Zufall. Ja, total lustig, wirklich. Ein Applaus für Max. Ciao, ciao. Du wolltest eigentlich zu Vincent und von dem kriegst du jetzt einen Glücksbringer, der eigentlich zu beiden deiner Hobbys passt. Den wirst du jetzt vielleicht mal öfter tragen, ne? Ja, immer. Cool. Super. Krass, ey. Das ist doch deine Kette einfach. Ja, jetzt hab ich Hast keine. Du ihm jetzt Warst einfach deine Kette geschenkt? Ja. Einfach so. Ne, was heißt einfach so, weil, weil er Kickboxer ist, habe ich jetzt gehört. Krass, ey. Nein, ich wollte, dass irgendwie, dass er was mitnimmt. Also jetzt nimmt er eine riesengroße Erfahrung mit, aber ich wollte irgendwie... Du hast dem jungen Mann total eine Perspektive gegeben. Der wirft die Flinte nicht ins Korn. Der zieht das durch mit diesem Boxhandschuhen schon, was immer er auch macht. Fall. Krass, Alter. Das ist ja richtig viel Karma. Ja. Vincent weiß echt alles. Schön, aber das finde ich jetzt echt noch, krass. Jetzt noch Bartwuchs und dann läuft's. Bei Vincent. Ja, ja, klar. Ich glaube, das mit dem Bart, das kann ich mir irgendwann noch abschminken, ja.